Ich heiße den Stefan Lieser, den Ralf Westphal willkommen. Ich habe die zwei gefragt, ob sie mir ein kleines Interview geben würden. Die Punkte habe ich mir selber ausgedacht und ein bisschen so aus dem Blog und aus meinem Umkreis von Kollegen und so weiter zusammengesammelt. Und habe jetzt gedacht, dann hole ich mir die Clean Code-Koryphäen einfach mal ins Boot, mal schauen, was die zu den Fragen sagen können. Ich würde gerade mal euch zwei bitten, euch kurz vorzustellen. Vielleicht fangst du an, Stefan. Ja, hallo, ich bin Stefan Lieser, komme aus Köln, habe Informatik studiert, vor vielen, vielen Jahren nicht abgeschlossen. Also bin einer der vielen, vielen Kollegen, der kein abgeschlossenes Berufsbild sozusagen hat. Habe mich schon während des Studiums sehr viel mit Softwareentwicklung beschäftigt, war dann kurzfristig für 5 Jahre mit zwei Partnern zusammen in der GmbH selbstständig und habe Netzwerktechnik gemacht und bin dann aber wieder zurück in die Software. Also da für die Software brennt mein Herz sozusagen. Habe in der Richtung vieles gemacht, also in Projekten Software entwickelt, als One-Man-Show Software entwickelt. Und dann habe ich mit Ralf gemeinsam 2008, 2009 die Clean Code Developer Initiative gegründet. Ja, und seitdem bin ich mit dem Thema, oder sind wir gemeinsam mit dem Thema Codequalität unterwegs, sind mit dem Thema Softwareentwicklungsprozesse unterwegs, also machen Trainings dazu, beraten Firmen und gucken, dass es mit der Qualität halt besser wird. Okay, Ralf. Ja, hallo, ich bin Ralf Westphal und ich glaube, ich muss hinzusetzen, genau wie Stefan, ein abgebrochener Student der Informatik, weil ich auch inzwischen na, bald, ich glaube 2015 sind es 30 Jahre selbstständig bin. Ich habe früher lange Jahre Branchensoftware gemacht mit einem Partner zusammen, einem Unternehmen und dann irgendwann bin ich rausgewechselt ins Freelancer-Dasein und habe einfach mehr Spaß gehabt, Artikel zu schreiben und Chefredakteur bei der Basic Pro zu sein vor der .NET-Zeit. Und dann irgendwann 2005 hat es mich überkommen und da dachte ich, na, so konzeptionelles Zeugs wie Architektur ist doch eigentlich sehr wichtig, wird zu wenig drüber gesagt. Seitdem bewege ich mich in dem Bereich und irgendwann führte das alles unweigerlich dazu, dass Stefan und ich dann diese Clean Code Developer Initiative gegründet haben, weil das so ein fundamentales Thema ist und ja, das machen wir inzwischen, glaube ich, seit 6 Jahren. Es macht Spaß und die Gemeinde wächst noch immer. Das freut uns sehr. Okay, da komme ich nachher gerne nochmal drauf zurück, wie sehr die gewachsen ist. Als Einstieg habe ich mir gedacht, weil ja jetzt das Jahr gerade erst angefangen hat, wir könnten mal drüber sprechen. Jetzt sind ja noch die ganzen Konferenzen stehen ja im Prinzip noch an. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden muss, weil ich habe schon von vielen mitbekommen, da sind die Budgets eng oder auch wenn die Budgets nicht eng sind, heißt es immer so, ja, Konferenzen ist ja im Prinzip unproduktive Zeit. Das wird tatsächlich noch in manchen Firmen so gesehen. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, eine Konferenz dieses Jahr, welche wäre das? Stefan, vielleicht du als erstes? Das ist natürlich schwierig, weil ich allermeistens auf Konferenzen als Teilnehmer hingehe, sondern vorne stehe. Insofern, wenn ich mich entscheiden müsste, schwierig. Also im Moment habe ich mich entschieden für die DWX in Nürnberg, die Developer Week von der NMG, also der Mutter sozusagen, den Verlag, der auch die .NET Pro rausbringt, für die wir beide ja regelmäßig schreiben. Ja, da habe ich jetzt mal eingereicht und denke, da zu sein. Und das Zweite, was natürlich auch immer sehr zu empfehlen ist, ist die Community-Konferenz hier in Köln, die .NET Cologne. Also ich widersetze mich sozusagen mal deiner Spielregel und empfehle zwei. Ich habe auch gerade überlegt, wir müssen nochmal genau definieren, was eine Konferenz bedeutet. Ja, genau. Okay, Ralf? Ja, bei einer Konferenz muss ich natürlich angefragen, für wen denn eigentlich? So, ne, Die Frage habe ich eigentlich was die erwartet, genau. Zielgruppe? Ja, Entwickler. Entwickler, die Java machen oder C-Sharp machen oder Nee, nicht .NET-Bereich. also nur .NET. Ich glaube, obwohl .NET gar nicht mal in Deutschland, also zur DWX kann man gerne hingehen, natürlich. Stefan und ich werden da Vorträge halten. Aber auch mal über den Tellerrand gucken und vielleicht mal zu Ördev gehen oder zu einer, wo auch in Deutschland, zu einer Go-To-Konferenz. Ich glaube, da passieren spannende Sachen, um einfach nicht nur in diesem .NET-Saft zu kochen und sich das nächste Framework reinzuziehen, sondern auch vielleicht mal ein bisschen eben in andere Plattformen reinzuschnuppern und andere Themen zu hören, als die eher dann vielleicht so auch Microsoft-nah sind. Ein ganz interessanter Punkt, auf den ich auch schon öfters gestoßen bin, auch der Ralf Schoch von der User Group Karlsruhe hat da mal eine Antwort zugegeben im Live-Interview, Community versus Freizeit. Ihr selber schreibt ja auch öfters dazu, wie wichtig es auch ist,
quasi nicht diesen 16-Stunden-Entwickler zu haben. Aber Communities finden nun mal primär in der Freizeit statt, je nachdem halt, was für Arbeitszeit man hat. Wie seht ihr das? Wie ist das vereinbar? Vielleicht fangst du an, Ralf. Also ich habe durchaus schon also öfters... Ich muss es nochmal betonen. Also was ist Community? Community ist ja nicht Spaß haben wie beim Fußballspielen, sondern Community betrifft die Arbeit. Und ich will es nochmal sagen, unsere Position ist da ganz klar. Wer sich fortbilden muss, nein, will, nicht muss, wer sich fortbilden will, der sollte zuallererst während der Arbeitszeit sich einen Teil rausschneiden an Zeit, denn das betrifft auch den Arbeitgeber, das ist für den vorteilhaft, wenn er sich fortbildet. Und nicht immer sofort gleich auf die Community draußen schielen und sagen, naja, da muss ich halt nach der Arbeit irgendwie dann auch mich hinwuppen. Ach, die Kinder weinen, die Frau weint, aber ich muss trotzdem meine Kollegen da sehen. Also es muss einen Teil in der Arbeit geben und da sagen wir 2 bis 4 Stunden die Woche. Und wenn dann noch Lust ist, dann gehst du halt in die Community. Ja, weiß ich nicht, vielleicht gehst du da einmal die Woche hin zu einem, wie andere zum Skatabend gehen oder zur Feuerwehr. Vielleicht gehst du einmal im Monat hin zu einem Meetup. Das musst du halt gucken. Ich glaube, so ein Rezept kann man nicht geben, aber die Vorstellung zu verbreiten, dass Softwareentwicklung nur professionell getan werden kann, wenn man sich tief in die Community eingräbt, dieser Vorstellung muss man vorbeugen, weil wir sonst es ganz schwer haben werden, überhaupt Leute zu finden, die ernsthaft an der Softwareentwicklung interessiert sind. Sonst hängen die Latte einfach zu hoch. Stefan, willst du was ergänzen? Ich würde auch noch ergänzen, so schön wie das mit der Community ist, aber in den Communities, in den .NET-Communities, die ich kenne, und das ist, ich würde mal sagen, so ein ziemlich guter Querschnitt durch Deutschland, wo ich Vorträge gehalten habe. Köln und Bonn sind sozusagen meine Home-Communities, da kenne ich mich am ehesten, am meisten noch aus. Und bei verschiedenen anderen. Und man muss da der Realität ins Auge sehen, es sind letztlich immer dieselben Nasen, die da die Vorträge halten und dieselben anderen Nasen, die die Vorträge hören. Ist jetzt, ja, klingt erstmal vielleicht negativ, ist einfach eine Realität, die man anerkennen muss. Und insofern wäre es, glaube ich, wie Ralf auch schon sagt, dem stimme ich völlig zu, es wäre total verfehlt zu fordern, wer professionell Software entwickelt, der muss in der Community sprechen, also nicht nur zuhören, sondern sprechen. Das geht total an der Realität vorbei. Also Community ist schön und wer das nutzt und da, keine Ahnung, sich mit den neuesten Technologien auseinandersetzt, Kontakte schmiedet, also da sind ja auch viele Freelancer unterwegs, die dann Kontakte zu potenziellen Auftraggebern suchen etc. Alles eine super Sache, aber wie Ralf sagt, der Hauptteil der Weiterbildung sollte schon während der Arbeitszeit im Unternehmen stattfinden, denn das Unternehmen hat ein massives Interesse daran, dass die Mitarbeiter was können und auf dem Stand bleiben. Alles klar. Und insofern natürlich auch, das ist auch da Community, das wird nicht verlässlich funktionieren, wenn jeder das für sich alleine macht. Sondern es muss eine Community der im Unternehmen Lernenden sein. Ja, ich fand mal vor kurzem ganz spannend, das hat es leider jetzt noch nicht ergeben, aber da Ralf Schoch beispielsweise, der ja auch als Freelancer in Unternehmen ist und dort auch Coding-Dojos einführt, regelmäßig während der Arbeitszeit, da war auch mal das Gespräch da, ob man vielleicht mal uns gegenseitig besuchen und eben mit der anderen Firma quasi zusammen Coding-Dojo machen. Ja, das fand ich eine ganz interessante Geschichte, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass das mal eine Firma gemacht hätte. Wenn es soweit ist, werde ich davon mal berichten. Gut. Also ich kann nur sagen, ich glaube, wir sind in der Softwareentwicklung weit hinter dem, was andere tun. Wie Medizin beispielsweise, ne? Und Wissenschaft. Ja, ich würde aber eher fast noch sagen, die Handwerker. Die Handwerker haben keine Community-Nachdienst. Kein Handwerker, kein Tischler geht zu seiner Tischler-Community, wo sie abends die neuen Werkzeuge nach Dienst ausprobieren. Nee, die haben Erfahrungsaustauschgruppen. Über Verbände organisiert, treffen sich Geschäftsführer oder auch Facharbeiter, treffen sich und tauschen sich aus über ihre Erfahrungen. Und das kennen wir so nicht. Ja, genau. Also das Einzige, was in der Richtung organisiert gibt, sind tatsächlich diese User Groups. Und also klar, da gibt es auch Unternehmen, die tun sich da wirklich hervor. In Bonn ist die Commasoft, wo also der Mitarbeiter der Commasoft die User Group organisiert. Und gleichzeitig findet das in den Räumen der Firma statt. Die beteiligen sich da sehr aktiv, sind auch immer wieder Mitarbeiter der Firma da. Also die haben auf dem Schirm, ne, dass es für das Unternehmen was bringt, dass es auch für die Mitarbeiter was bringt. Die holen das sozusagen zu sich in die Firma. Und ja, ich stimme dem zu. Also es macht sicherlich Sinn, da über andere Modelle, zusätzliche Modelle nachzudenken und sich da auszutauschen und zu ergänzen. Ja, bei uns ist es sogar, ja.
Entschuldigung. Ich fürchte nur, dass da sehr schnell so ein Denken aufkommt. Wir sind die Guten, wir können was, warum sollten wir das an die anderen abgeben? Oder andersherum, oh Gott, so doll sind wir vielleicht nicht und dann kriegen die anderen das mit. Also so eine Scheu wird vermutlich vielfach da sein und deshalb wird es eher so auf der Ebene des Persönlichen sein, dass einzelne Mitarbeiter da einfach in ihrer Freizeit hingehen. Und bis man das so weit hochgehoben hat, dass das ganze Unternehmen sagt, okay, wir fördern das und machen das sozusagen offiziell. Ich glaube, das ist schon nochmal wieder ein anderer Schritt. Also ich fand es vor Also kurzem ganz einige. interessant, bei uns im Unternehmen haben sie jetzt Open Spaces auch in anderen Abteilungen eingeführt, zum Beispiel im Verkauf, wo dann regelmäßig Open Spaces stattfinden. Das fand ich sehr toll. Also Open Spaces habe ich einfach mal dem Geschäftsführer erzählt, wie das so in der IT abläuft. Und der fand es ganz interessant und hat es jetzt versucht eben einzuführen. Und das läuft jetzt also mit Einkaufen, Verkauf, Marketing und so weiter. Die machen auch die Meetings komplett offen und jeder kann rein und kann Themen vorschlagen und so weiter. Das fand ich jetzt auch noch ganz interessant. Der andere Weg ist natürlich, wie du gesagt hast, dass Firmen sogar komplett abschotten, auch innerhalb. Ich glaube, da gibt es echt von ganz außen, von ganz links nach ganz rechts, gibt es da im Prinzip alle Szenarien. Ich habe da schon so viele unterschiedliche Sachen gehört. Das ist wirklich ganz krass. Also so Firmen, wie du beispielsweise gebracht hast, die ganz offen sind, bis zu wirklich, wo sie innerhalb der Abteilung sich gegenseitig nicht mal Informationen übergeben. Ne? Da habe ich schon ganz vieles auch gehört. Ihr wahrscheinlich noch mehr wie ich mit Unternehmen, wo ihr drin seid. Ich würde aber damit gerne das Thema Veranstaltung abschließen und mal in Richtung Clean Code gehen. Und ich habe mir da ein paar knackige Fragen, hoffe ich mal, überlegt. Die erste wäre, Ralf, ich fange einfach mal mit dir an. Wann ist es noch sinnvoll und wann verschlimmbessere ich nur noch? Also im Bereich jetzt beispielsweise beim Entwickeln, wo man sagt, oh, kann man das nicht noch optimieren und müsste man da nicht noch ein bisschen schöner oder geht es nicht noch über mehr, über Konventionen und so weiter? Gibt es da irgendwie so einen Grad, wo man sagen kann, jetzt sollte man aufhören? Ein Entwickler hat das im Gefühl, oder? Also man muss sich einfach beobachten. Ich wüsste jetzt nicht, was ich als Hard and Fast Rule da nennen könnte. Eine zyklomatische Komplexität von 3,75 oder 12,33. Dann hörst du am besten auf. Ich weiß es nicht. Sondern man muss sich beobachten bei der Beobachtung oder beim Review. Wann urteilst du denn, ist es jetzt sinnvoll, noch mehr zu machen? Wann tust du das? Das ist also so ein Moment der Reflexion. Und dabei musst du entwickeln, dass du dich nochmal beobachtest und feststellst, jetzt bin ich hier schon eine Stunde dran, ne? Ich bei den 3 Zeilen, das ist unverhältnismäßig. Oder das Team muss sagen, Leute, jetzt haben wir über 3 Zeilen hier, 2 Stunden, 5 Leute gebunden, ist das noch verhältnismäßig? Ab und an macht das ja sein, ne? Wenn man wirklich über ganz Grundsätzliches spricht, gerade zu Anfang, wenn alte Code-Konventionen, die dann noch in StyleCop oder so auch hinterlegt sind, wenn die mal hinterfragt werden, dann macht es tatsächlich mal sehr grundsätzlich und länger hochgehen. Aber ansonsten muss man so ein gesundes Maß halt finden und auch, ja, und auch Schmutz zulassen. Meine Küche ist natürlich, wenn die Putzfrau da war, picobello sauber und dann lasse ich, bis sie wiederkommt, Schmutz zu. Und halte es nicht auf dem Niveau, dann bräuchte ich sie ja nur einmal kommen lassen und das war's. Ich glaube, dass wir auch mit einem Stückchen Schmutz immer leben müssen und mal kehren wir ihn von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links und dann räumen wir wieder ein bisschen mehr auf. Da das apodiktisch zu sehen, nee, glaube ich Also nicht. im Prinzip habe ich zwei primäre Sachen mal rausgehört. Reflexion ist ganz wichtig. Immer mal einen Punkt finden, jetzt mal darüber nachdenken, welchen Stand habe ich, wo möchte ich noch hin. Und das zweite war auch die Verhältnismäßigkeit, ne? Und wie du Ich sagst, also glaube. ich habe es auch so gesehen, man muss halt selber so ein bisschen spüren. Lass mich noch eins dazu setzen. Für mich, wenn ich code, dann gibt es ja sowieso verschiedene Phasen. Also eine Analysephase, eine Entwurfsphase, eine Codingphase und dann vielleicht auch nochmal eine Refaktorisierungs- oder Reflexionsphase. Und da kann man überlegen, warum bin ich jetzt in dieser Reflexionsphase überhaupt drin? Was tue ich da eigentlich? Und das ist auch manchmal ganz gut, um noch weiter zurückzutreten und über die Aufgabe nachzudenken. Da geht es dann gar nicht mehr unbedingt über den Code. Ne? Vielleicht tue ich am Code was und schiebe was von links nach rechts, aber in Wirklichkeit mache ich eine Pause ein bisschen, auch mal gut, und ich denke über meinen grundsätzlichen Ansatz nach. Und deshalb, ich würde es auch nicht zu hart sehen wollen, dass man da sich allzu schnell eine Blockade auferlegt und sagt, okay, jetzt dürfen wir nicht mehr weiter. Also würdest du schon sagen, mehr Mitgefühl? Sowieso. Okay, Das ist wie Stefan? alles im Leben.
Ja, Ralf, das ist ja schön. Das haben wir ja fast mal mit einer Situation, wie wir sie früher in unseren Trainings häufiger hatten, wenn wir zu zweit waren, dass immer der eine so sagt und der andere, nee, nee, das ist ja ganz anders. Dafür sind wir ja auch zu zweit, das war gut. Aber genau, aber nur fast. Nee, also ich stimme dem völlig zu. Es bedarf der Reflexion und irgendwann kommt man auch an den Punkt, da ist es dann leider Geschmackssache oder Gefühl oder irgendwie sowas. Aber nichtsdestoweniger haben wir natürlich die vier Werte in der Clean Code Developer Initiative. Und ich würde sagen, wenn wir uns da an die Evaluierbarkeit vor allem halten und dann irgendwann, um die Entscheidung zu treffen, wann ist es denn gut genug, auch die Produktionseffizienz, also beliebig Zeit verbraten, ist keine gute Idee. Aber vor allen Dingen bei der Evaluierbarkeit würde ich sagen, da muss es halt ständig herausgefordert werden. Ich erkenne, ob der Code eine hohe Qualität hat daran, dass ich Bugs schnell fixen kann und dass ich neue Features schnell ergänzen kann. Und wenn ich das sozusagen häufig überprüfe, also von mir aus jeden Tag, alle 2 Tage, nennen wir das Spinning, alle 2 Tage Features ergänze, dann merke ich, ob meine Codequalität hoch genug ist oder nicht. Wenn ich da jeden Tag mich erwische, dass ich feststelle, wow, der Code ist so mies, ich muss erst refaktorisieren, ich verstehe nicht, was da passiert, was die Kollegen da geschrieben haben und so weiter, dann habe ich einen ziemlich klaren Anhaltspunkt dafür, dass die Qualität noch nicht erreicht ist. Und das kann man, glaube ich, viel eher erkennen, als andersherum zu erkennen, dass er erreicht ist. Erkenne ich vielleicht daran, dass ich eben über Monate hinweg immer wieder Features leicht ergänzen kann und nicht gezwungen bin, so dieses Big Design upfront zu machen, ewig und 3 Tage in Designsitzungen und so weiter zu verplempern. Und dann am Ende kommt doch schlechte Qualität raus, sondern eben in kleinen Schritten vorgehen, kleine Inkremente machen, kleinschrittiges Feedback vom Kunden kriegen und dadurch eben auch herausfordern, dass wir als Softwareentwickler immer wieder feststellen, wie steht es um die Evaluierbarkeit. Und da, gerade wenn du jetzt betonst, ne, diese kleinen Inkremente, also sich immer wieder in einem schnellen Kreis bewegen, dann steht in dieser Kreisbewegung als Phase irgendwo ein Refactoring, also Reflexion, Refactoring. Und da kann man sich fragen, steht die dann am Ende oder am Anfang? Ne, wenn wir auf TDD gucken mit Red, Green, Refactor, steht Refactoring am Ende. Und wir haben schon lange gesagt, eigentlich müsste das am Anfang stehen. Und das funktioniert ja auch, wenn man sich da in einer Kreisbewegung befindet. Dann hat man Red Green, Refactor Red Green, Refactor Red Green, Refactor Red Green. Und dann wird auch eher ein Schuh draus, dann refaktorisierst du nämlich nur so weit, bis du das, was du tun willst, tun kannst. Das ist dann die konkrete Marke. Du erreichst einen Punkt, wo du den eigentlichen Auftrag nun flüssig erfüllen kannst. Auch wenn du dann dreimal noch Schmutz siehst, lässt es halt sein. Okay, damit würde ich gerne zur nächsten Frage übergehen. Mal gucken, ob die einfacher oder schneller zu beantworten ist. Macht Clean Code Sinn, wenn die Kollegen nicht mitziehen? Habe ich auch schon sehr oft in den Communities gehört. Ja, ich würde ja gern machen, aber die Kollegen interessieren sich gar nicht dafür, die sehen es auch gar nicht ein. Macht es dann Sinn? Stefan, vielleicht? Also wir haben ja ganz bewusst bei der Frage, wie gruppieren wir die einzelnen Prinzipien und Praktiken, also sind ja 42 Bausteine, die wir zusammengetragen haben bei der Initiative, haben wir bewusst so gruppiert, dass am Anfang solche stehen, die man als einzelner Entwickler tun kann. Also dry zum Beispiel, don't repeat yourself, kann ich einfach tun. Ob die Kollegen das auch tun oder nicht, trägt sicherlich zu meinem Frust vielleicht bei, wenn ich immer sehe, dass die Kollegen es nicht tun, aber ich an meinem Code, in meiner Zuständigkeit kann es einfach tun. So, dann kommen wir zu den Bausteinen, die sinnvoll nur im Team möglich sind. Und da kann ich nur sagen, ja, geht halt nur im Team. Also wenn ich Code Reviews machen möchte, dann ist es sinnvoll, die im Team zu machen. Vielleicht kann ein Zwischenschritt sein, die mit 2 oder 3 Kollegen zu machen und die anderen bleiben außen vor. Aber letztlich hilft es, das ganze Software-Team muss mitziehen. Und inzwischen haben wir 2 Schritte noch weiter, sind wir 2 Schritte weitergegangen. Der nächste Schritt, nachdem wir uns mit diesen Prinzipien, Praktiken und Werten auseinandergesetzt haben, war ja für uns die Frage, kann man nicht sozusagen einen Entwicklungsprozess und auch eine Entwurfsmethode und all diese Dinge jemandem an die Hand geben, sodass, wenn man das anwendet, wenn man in der Weise vorgeht, quasi von ziemlich fast alleine alle Prinzipien eingehalten sind. Also das heißt, ich würde heute nicht mehr sagen, schau dir an, was da in unserem Wiki steht, sondern es gehört mehr dazu. Es gehört ein guter Softwareentwicklungsprozess dazu, wo allen klar ist, man beginnt kleinschrittig mit den Anforderungen, entwirft dann und so weiter. Es gehört eine Entwurfsmethode dazu, dass alle wissen, was vor dem Codieren tatsächlich gemacht wird, also welche Diagramme man malt, wie man tatsächlich die Lösung vorher entwirft. Das alles ist für uns so die zweite Phase quasi unserer Erkenntnis. Und wenn man dann noch den Blick ein bisschen weiter richtet, merkt man schnell, dass das Softwareentwicklungsteam natürlich auch an Grenzen stößt. Wenn es mit schlechten Anforderungen konfrontiert ist, am Anfang des Prozesses,
oder am Ende des Prozesses sich niemand dafür interessiert, was die Software nun macht oder was sie nicht macht, also keine Abnahme stattfindet, dann können die mal die Nase bohren, da ändert sich nichts. Ja, also es ist letztlich eine Kulturfrage des ganzen Unternehmens. Wie reagiert das Unternehmen auf Veränderungsprozesse in dem Kern der Softwareentwicklung? Spielen die da mit, spielen die da nicht mit? Also insofern kann ich nur sagen, ja, das Problem ist wahrscheinlich größer, als deine Frage impliziert. Es geht nicht nur darum, macht der Kollege mit, sondern eigentlich geht es darum, welcher Geist weht sozusagen in dem ganzen Unternehmen. Ich würde an der Stelle jetzt aber direkt zur nächsten Frage und an Ralf übergeben, einfach weil wir zeitlich schon relativ weit sind. Ich denke, also ich fand die Antwort sehr interessant. Ralf, jetzt an dich die Frage, wird Clean Code mit der Zeit einfacher? Oder tut man sich da nur am Anfang schwer damit? Was würdest du da sagen? Entschuldigung. Wie alles, was man übt, wird es mit der Zeit einfacher, selbstverständlich. Also man, hoffentlich wird es einfacher in der Codebasis, in der du nun gerade sitzt. Je mehr du die überarbeitest und säuberst, desto weniger Dreck ist da drin und dann wird es auch da einfacher, das auch einzuhalten. Aber von der grundsätzlichen Fähigkeit, Clean Code sozusagen zu schreiben, wird es natürlich simpler. Weil dieses Zeug in Fleisch und Blut übergeht. Am Anfang holperst du immer über irgendwas, sei es nur eine Praktik wie DDD, ist ja gar nicht drin, Test First, oder sei es im Prinzip der Single Responsibility, da musst du dich jedes Mal wieder dran erinnern, oh Gott, was war das da gleich und was bedeutet das in diesem konkreten Zusammenhang. Wenn das aber, also nach Deliberate Practice, also reflektierend, immer wieder probierst und Fehler zulässt und die korrigierst und mit den Kollegen diskutierst, dann wird es einfacher. Ja, dann wird es einfacher, vorbehaltlich, du läufst eben nicht immer gegen diese Grenzen im Unternehmen, die dich aufhalten. Dann verlierst du womöglich vorher die Lust. Und das sehen wir durchaus, dass die Leute sehr motiviert in einem Training sind, auch wenn das Training mal länger geht. Und wenn man dann sagt, okay, was macht ihr nach dem Training? Dann sagen sie, naja, das haben wir jetzt geübt, das ist auch alles einfacher geworden in den 5 Tagen oder 10 Tagen. Jetzt haben wir aber 3 Monate Pause. Wir müssen erstmal dieses Projekt draußen fertig machen und dann werden wir uns im nächsten Projekt mit Clean Code ganz intensiv beschäftigen. Das kannst du in der Pfeife rauchen. Das geht nicht. Stefan, willst du was ergänzen? Nee, sehe ich ganz genauso. Also ich war gestern wieder bei einer Firma, wo das Kickoff, also so ein Impulstag, glücklicherweise mit allen Rollen des Unternehmens stattfinden konnte. Also insbesondere Geschäftsführung war mit dabei. Das macht die Sache viel, viel einfacher, weil dann eben die Problematik sozusagen im ganzen Unternehmen bekannt ist und auch das Vorgehen und so. Und dann ist eben auch eher eine Unterstützungsbereitschaft da von Support, von Testern und so weiter, die sonst vielleicht dann eher denken, ja, die Entwickler gehen halt mal auf ein Training. Ist ja gut so, weil die kriegen es ja eh nicht auf die Reihe, ne, was die uns immer abliefern. Also dieses Verächtliche, oder wo ja häufiger dann in der Literatur steht, so diese über den Zaun werfen. Ne, der eine formuliert seine Anforderungen, wirft sie über den Zaun und erwartet von den Entwicklern, dass da jetzt gute Qualität und Code und alles rauskommt. So funktioniert es halt nicht. Also es müssen alle im Boot sitzen und dann geht's. Und dann ist der Weg noch mühsam genug. Und es wird einfacher definitiv durch Üben. Wie bei einem Musikinstrument. Okay. Was ich in der eigenen, das, da möchte ich jetzt auf die ursprüngliche Einführung zurückkommen, weil ich gesagt habe, ja, die Community wächst noch. Inzwischen habe ich sogar schon von Administratoren in anderen Firmen Anfrage, oh du, bei uns in der Bewerbung stand Clean Code, was ist denn das eigentlich? Und ich habe es bei mir auch schon öfters in Bewerbungen gesehen, die bei mir auf dem Tisch landen, Clean Code Kenntnisse. Was soll denn ein Personaler oder jetzt auch ein Entscheider, der eben da im Bewerbungsgespräch sitzt, von der Bewerbung halten, wo dann eben drin steht Clean Code? Wie ist das zu interpretieren? Stefan vielleicht? Also ich würde sagen, ein Bewerbungsgespräch, wo man nicht codiert, ist für mich jedenfalls sehr fragwürdig. Ich glaube nicht, dass man wirklich einigermaßen gut entscheiden kann, ob ein Entwickler nun das kann, was er in seiner Bewerbung behauptet, insbesondere Clean Code zu können oder zu beherrschen, wenn man ihn nicht kodieren lässt. Und damit meine ich jetzt nicht nur so triviale Beispiele, die man in der Zeit auch schafft, sondern bewusst unter Zeitdruck, wo es nicht möglich ist, die gestellte Aufgabe komplett zu realisieren, um herauszufinden, wie reagiert jemand darauf. Also sowohl auf so einer psychologischen Ebene, was passiert mit dem Typen unter Zeitdruck, aber vor allen Dingen auch, ist er in der Lage, mit so viel Zeitdruck umzugehen, macht er trotzdem eine Lösung, die irgendeinen Nutzen bringt. Also all die Dinge, die in der Softwareentwicklung letztlich die größte Herausforderung sind. Also viel mehr weg vom Code, der ist auch relevant, aber eben auch das Ganze drumherum ist relevant.
wenn in einem Vorstellungsgespräch nicht, in einem Bewerbungsgespräch nicht wirklich kodiert wird, ich glaube, dann findet man es nicht raus. Und was es nun im Einzelnen heißt, wenn da jemand schreibt, gegen Codekenntnisse, keine Ahnung, also da gibt es ja eine riesen Bandbreite. Viele verstehen darunter, dass sie das Buch von Uncle Bob gelesen haben, was ja nicht unserer Clean Code Developer Initiative gleichzusetzen ist, sondern das war für uns der Anlass, damit zu beginnen. Und wir haben vieles ergänzt und stehen auch durchaus konträr in manchen Positionen zu Uncle Bob. Und ja, also insofern, es gibt diesen Begriff Clean Code, aber er ist für mich nicht der feststehende Begriff, sodass damit definiert ist, was jemand von so einem Entwickler erwarten kann. Deshalb kann ich nur sagen, ja, sich viel Zeit nehmen, jemanden mal kodieren lassen, ihn mit Fragen konfrontieren und gucken, was passiert da. Wie stehst du bei... Ich will gerade noch an eine Frage an den Stefan. Wie stündest du dem gegenüber, wenn man sagt, der Bewerber, das soll jetzt mal einfach mit in ein Coding-Dojo, was die Abteilung eh intern macht? Fändest du das eine gute Lösung? Ja, kann man machen. Also dann kriegt mindestens mal derjenige, der sich da bewirbt, einen Eindruck davon, wie das Unternehmen so tickt, ne, mit welcher Kultur er da sozusagen konfrontiert ist. Vielleicht sagt er dann, okay, ich ziehe meine Bewerbung zurück. Kann ja alles passieren. Vielleicht sagt er auch, wow, coole Sache, hier fühle ich mich wohl. Und das Gleiche gilt andersrum. Also auch da können die möglicherweise zukünftigen Kollegen einen Eindruck davon kriegen, wie sie, so jemand tickt, welche Kenntnisse er mitbringt, ob er Teamplayer ist und so weiter. Und können eben dann eher ja, einen Eindruck, viel mehr ist es ja nicht, einen Eindruck davon kriegen, ob das passt oder ob es besser nicht passt. Ralf, brennt was auf der Zunge? Ja, genau. Ich würde es wirklich ganz knapp zusammenfassen und sagen, wer Clean Code will oder wer Clean Code bietet, muss auf den Grill. Ja, ist ganz einfach. Also, wenn ein Bewerber sagt, ich kann Clean Code auf den Grill, das ist das, was Stefan beschrieben hat, ne? Also im Bewerbungsgespräch, so eine Programmierübung oder zum Coding-Dojo, und dann guckt man sich das an, was der unter Clean Code Development versteht. Aber umgekehrt genauso. Das Unternehmen, das vollmundig in einer Anzeige sagt, wir suchen Clean Code Developer, da muss ich das gar nicht in meine Bewerbung reinschreiben oder ich schreibe es dann, ist auch völlig egal. Aber wenn ich im Bewerbungsgespräch sitze, dann kommt der Gesprächsführer dort auf den Grill und ich frage ihn, was versteht ihr eigentlich unter Clean Code? Was tut ihr für Clean Code? Habt ihr ein Coding-Dojo intern? Wie ist das mit Continuous Integration oder TDD oder Reviews und so ein Kram? Dann muss der Rede und Antwort stehen. Also das ist auf beiden Seiten. Ne? Okay. Ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir noch 5 Minuten Timeboxed. Indem ihr eure Ansätze mal ein bisschen darlegen könnt, jetzt allerdings nicht in der Technik, sondern generell, man möchte jetzt eben wartbaren Code, die Evolvierbarkeit soll gut sein und so weiter und so fort. Und da möchte ich, Ralf, du hast es ja gelesen gehabt im Blog, kam mir da auch schon die Rückmeldung, auch die Frage, wie hängen denn jetzt beispielsweise Dependency Injection und Flow Design zusammen? Das ist das Gleiche, brauche ich Dependency Injection für Clean Code? Ist Flow Design direkt, komme ich dann immer direkt zum Clean Code? Und da hätte ich gesagt, da könnt ihr jetzt einfach mal 5 Minuten eure Sicht darlegen und an der Stelle würden wir dann aber einen Cut machen. Wer anfangen will? Ich fange ganz kurz an, weil ich in deiner Mindmap sehe ich im Grunde zwei orthogonale Bereiche. Das eine ist Flow Design, das andere ist Dependency Injection oder so. Und das eine ist für mich Implementation und das andere ist für mich Entwurf. Was wir im Flow Design machen, als Methode, die wir sozusagen über Clean Code Prinzipien gelegt haben, ist den Leuten eine Leitlinie geben, wie sie durch ein bestimmtes Denken, durch bestimmte Modelle quasi automatisch die Prinzipien, viele Prinzipien von Clean Code Development einhalten. Man muss sich also nicht ständig das Hirn zermartern, habe ich jetzt schon SAP, SLA, SOC, whatever eingehalten. Und man tut es in einer bestimmten Weise, man geht in einer bestimmten Weise von Anforderungen hin in Richtung Code vor, Analyse und Entwurf, und dann passiert das automatisch. Das ist aber konzeptionell, ne? Das ist im Kopf. Und dann irgendwann bist du an einem Punkt, dass du eine Idee davon hast, wie deine Lösung eigentlich aussehen sollte. Und dann musst du kodieren. Dann greifst du zur IDE und zur Programmiersprache. Und dann musst du dich fragen, dieses Design, was ich da auf dem Papier habe, wie kodiere ich das? Und dann kannst du dir immer noch überlegen, wende ich jetzt hier IOC an, ja oder nein? Wende ich Dependency Injection an, ja oder nein? Wo tue ich das? Das war ja eine Frage in deinem Blog. Tue ich das gleich am Anfang irgendwie so, beim Entry Point des Programms oder whatever? Das ist eine völlig andere Frage und da kann man beim einen Programm so sagen, beim nächsten anders und sich auch immer wieder neu entscheiden, je nachdem, wie du eben konkret das Design übersetzt in Code.
die sollen ja nicht überlappen, ne, sondern sich ergänzen. Ja, und ich würde ergänzen, beim Stichwort ergänzen, ich würde ergänzen, es kommt eben vor allen Dingen dann auch darauf an, wie der Softwareentwicklungsprozess als Ganzer läuft. Also das Entwurf darin stattfinden muss, ist, glaube ich, unstrittig. Dass es in der Praxis nicht so oft stattfindet oder faktisch im Prinzip fast nie stattfindet, liegt vor allen Dingen daran, ja, dass Softwareentwickler einfach kein passendes Handwerkszeug dazu haben. Also sie kennen halt nur die UML und die ist dafür viel zu groß und nicht geeignet, unserer Einschätzung nach. Und deshalb war unser Anliegen halt, eine leichtgewichtige Entwurfssprache sozusagen zu finden, die man in die Symbolik in 5 Minuten erklärt hat. Und dann braucht es Übung. Die braucht es aber ja mit jeder Entwurfssprache. Also Entwerfen gehört auf jeden Fall für uns dazu, ganz zentral. Und der zweite zentrale Punkt, was ich eben beim Herausfordern der Evaluierbarkeit schon angedeutet habe, ist dieses Vorgehen in kleinen Schritten. Also Feedback, Feedback, Feedback holen. Alle ein oder spätestens alle 2 Tage muss für den lauffähigen Code, für einen klitzekleinen Ausschnitt an Anforderungen, Feedback vom Kunden oder vom Product Owner oder wie euer Begriff dafür ist, kommen. Und wenn das nicht passiert, dann ja, ist alles andere letztlich vergebene Liebesmühe. Also dann geht einfach viel zu viel durch. Und das ist eben unsere Erkenntnis, dass es nicht reicht, auf der einen Seite 42 Prinzipien und Praktiken sich anzueignen und drauf zu schaffen, sondern es braucht dieses konsequente Vorgehen mit Entwurf, der mindestens dazugehört, Anforderungen klein schneiden und dann in kleinen Inkrementen arbeiten. Lass mich ganz kurz noch dazu setzen. Als wir Clean Code Developer gegründet haben, waren wir sehr nah an Uncle Bob dran und alle diese Prinzipien und Praktiken drehen sich oben eben um Code, Clean Code. Und ich glaube, wir haben gemerkt über die Zeit, dass wir viel zu viel über Code nachdenken, dass es ganz umständlich ist und wir viele Prinzipien und Design Patterns und was nicht alles haben müssen, wenn wir immer auf diesen Code rumrutschen. Dass aber eine ganze Menge davon überflüssig wird, wenn wir endlich mal das Abstraktionsniveau anheben und nicht immer nur über Code nachdenken. Code ist ein Werkzeug, mit dem wir eine Lösung umsetzen. Und was sich in den Übungen, in unseren Trainings zeigt oder auch in Coding-Dojos, Entwickler haben, ich glaube, über lange Jahre abtrainiert, die Fähigkeit vielfach verloren, konzeptionell über Lösungen nachzudenken. Sie fangen an, was zu codieren und das geht oder das geht nicht und dann gräbt man sich halt in so einen Codeberg rein und dass da natürlich keine Prinzipien und Praktiken berücksichtigt werden, ist klar, weil man ja eine Lösung herstellen muss. Aber wenn man da zurücktritt vorher und gelernt hat, zu abstrahieren und die Lösung tatsächlich auf dem Blatt Papier, am Whiteboard und so weiter zu entwickeln, dann löst sich viel davon einfach auf. Definitiv. Also das ist genau das, was ich auch immer mit aus den ganzen Communities rausnehme, dass da eigentlich das größte Problem ist, nicht die Fähigkeiten Code zu schreiben und die neuesten, was weiß ich, Datentypen und so weiter sinnvoll einzusetzen, sondern dass eher bei der Entwurfsphase die Probleme sind und man braucht eigentlich gar nicht so viel Code-Kenntnisse, wenn die Lösung einfach elegant ist. Deswegen fand ich es jetzt ein ganz schöner Schluss. Und will mich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht kann man es mal wiederholen, mal schauen, was an Feedback kommt aus der Community. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, herzlichen Dank, Uli. Danke für das Interview. Hat Spaß gemacht. Okay. Tschüss. Danke, Uli. Tschüss. Ciao.